Bon mardi, monsieur, dames, c'est un heure sacre de la chorale profane. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch und mit einer anderen Kamera und im Wohnzimmer, denn der andere Raum wird mit Parkett belegt, lese ich vor, und zwar aus einem Dictionary, La Russe Advanced Dictionary New Edition, French, English, Anglais, Français, 400,000 Translations, vom Staatsverlag La Russe. Es gibt einen Kulturteil in der Mitte, kann gerade nochmal sagen, Cultural Supplement, Cahier Culturel, und ich bin angekommen bei Art of the High Middle Ages. Davor ging es um Milestones of the French Language, Jalon de la Langue Francais, und ich bin jetzt Art of the High Middle Ages, L'Art du Moyen Âge. Der Text ist auf Englisch und auf Französisch. Ich lese in beiden Sprachen vor. With the fall of the Western Roman Empire began a period during which Europe was increasingly split up, resulting in considerable degree of artistic diversity. In contrast to the Greco-Roman aesthetic, there were moves towards formal stylization and a strong tendency towards decorative abstraction. However, towards the end of the period, the Carolingian Renaissance saw move back towards more classical references. So, jetzt auf Französisch. La chute de l'Empire romain d'Occident marque le début d'une époque durant laquelle l'Europe est de plus en plus divisée. Im Wesentlichen sind in der Zeit die Nationalstaaten entstanden. Il en résulte une extrême diversité dans le domaine artistique. On constate une rupture avec l'esthétique gréco-romaine. L'art s'oriente vers une stylisation formelle et tend à privilégier l'abstraction décorative. Das ist wieder typisch französisch. L'art s'oriente vers une stylisation formelle et tend à privilégier l'abstraction décorative. Cependant, vers la fin de cette période, la Renaissance carolingienne coïncide avec un retour des modèles plus classiques. Und auch hier gefällt mir sehr gut der Bezug auf historische Quellen. Und wir haben hier eine Bronze Plaque, eine Bronze Brosche. Bronze Plaque 1550 till 650 Merovingian Dynasty, also eine Merovinger Brosche, Plaque de Bronze 550 à 650 de la Dynastie Merovingienne. Die kann ich auch mal zeigen. Das ist hier. So, es geht dann weiter mit Celtic Art in the Middle Ages, La Celtique au Moyen Âge, und demgegenüber ist Romanesque Art La Romain gestellt. Tschüss.